So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr hier reinschaut zu meinem Unboxing-Video zu Star Wars Rebellion Aufstieg des Imperiums, die erste Erweiterung zu Star Wars Rebellion, und sie soll ja das Kampfsystem fixen, das im Originalspiel, ja, manche fanden es gut, viele haben gesagt, ist nicht ganz so geil, jetzt haben viele bei dieser Erweiterung gesagt, wow, das Kampfsystem ist viel besser, andere sagen, ja, es wurde verändert, aber nicht zwingend zum Besseren, weil jetzt eben, ja, teilweise man eben vor dem Kampf schon relativ viel nachdenken muss, welche Karten man wie wo reinspielt, was eben dann dazu führt, dass die Spieldauer bei diesem Spiel, das ja eh schon nicht so super kurz ist, noch ein bisschen nach oben geht. Also es gibt durchaus Fans der Erweiterung und Leute, die sagen, macht das noch ein bisschen mehr clunky. Aber wenn man sich jetzt mal so auf Boardgame Geek die Meinung anguckt, die überwiegende Mehrheit an Leuten, die da was kommentiert haben, ja, die haben halt gesagt, ist auf jeden Fall eine signifikante Verbesserung, aber was man auf jeden Fall sagen muss, das ist der gesamte Inhalt, der hier in dieser Box drin ist. Das sind also, ja, hier sind ein paar Karten, ein paar Miniaturen, Würfel, das. Dafür zahlt man, also in der Spieleburg, im regulären Fachhandel, sind das einfach mal 40 Euro. Und dafür kann man sich schon andere Dinge kaufen, gerade beim Spiel, das ja auch allein durch die Größe in der Regel bei den meisten Leuten nicht so super oft auf den Tisch kommt. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. Das hier ist die Übersicht über die neuen Einheitentypen. Das hier sind dann die neuen Einheiten, die es gibt. Auch da ist natürlich die Frage, ne, bringen die jetzt wirklich mehr fürs Spiel oder nur, ja, mehr Überlegungen, mehr Downtime und ja, muss man auch so, ich habe es halt noch nicht gespielt. Ich hoffe, dass es jetzt wieder auf den Tisch kommt. Das sind hier auch irgendwie, ja, mal gucken, was das steht hier auch hier. Das sind Interdictor. Da, ich bin da nicht so, das müssen ja irgendwelche Einheiten aus Rogue One sein, weil wie man ja schon am Cover sieht, das hier bezieht sich auf Rogue One. Ja, das sind die imperialen Einheiten, die es da gibt. Auch hier solche Golan-Geschütztürme und, nee, das ist ein Schildbunker, genau. Das hier sind Angriffspanzer, die sind natürlich auch, ich hoffe, man sieht die so ein bisschen, wird bald Zeit, dass ich mir eine neue Kamera zulege, also die neuen Imperiumseinheiten. Das Gute ist, diese Erweiterung sollte locker noch in die Grundbox mit reinpacken, die ja eh schon sehr, sehr groß ist. Und dann haben wir hier eben eine Nebulon B-Fregatte, die kennen ja alle, die mal irgendwie Armada gespielt haben, wo eben auch die Filme geguckt haben. Dann haben wir hier so eine Rebellenvorhut, das hier ist der Golan-Geschützturm, das hier ist ein U-Flügler. Die waren im Film drin. Ich habe den halt auch nur einmal gesehen. Und das sind dann da eben die ganzen Einheitentypen, die es gibt. Also immerhin, man bekommt so ein paar Minis. Hier hat man jetzt noch grüne Würfel. Ich werde gleich einfach mal einen Blick in die Anleitung werfen müssen. Und halt so Acrylständer für die neuen Anführer, die es gibt. Wenn man sich die mal anguckt, dann haben wir hier jetzt auf jeden Fall Admiral Motti, Director Krennic, den kennen wir alle aus dem Film. Ne? Jabba der Hutten gibt es jetzt. Krennigans Elite, Saw Gerrera, Jyn Erso und Chirrut Imwe, hier diesen blinden Mönch, der mit seinem Stock gekämpft hat. Dann gibt es hier noch Marker, die mir aktuell noch nichts sagen. Es gibt halt neue Zustandsmarker für die Anführer, die man dann eben da drum machen kann. Und ja, dann gucken wir uns vielleicht mal kurz die Karten an. Das sieht so aus, als wenn es primär die Anführerkarten wären, und dem scheint auch so zu sein. Ich zeige euch die jetzt einfach mal, lest die jetzt auch nicht alle vor. Wenn euch das irgendwie näher interessiert, dann drückt einfach zwischendurch auf Pause. Dann könnt ihr gucken, was die alles Tolles Neues können. Und man sieht eben auch, man kann die, der Sohn des Skywalker, man bekommt die eben auch immer wieder, der radikale Rebell, in unterschiedlichen Konstellationen auf die Hand. Sagen, muss ich in einem Spiel alles mal ausprobieren. Ich habe es ja auch meistens ohne diese Sonderfähigkeiten gespielt, weil ich es halt oft mit neuen Spielern gespielt habe. Ich muss mal gucken, dass ich das, das Problem bei vielen Spielen, ein bisschen häufiger auf den Tisch bekomme und das dann eben mit Spielern spiele, die es schon ein paar Mal häufiger gespielt haben, dass man halt auch so einen random Aufbau haben kann, halt noch diese Spezialfähigkeiten hier nehmen kann. Und dann haben wir hier neue Karten, und zwar einmal Objectives fürs Imperium. Das hier sind vielleicht die neuen Kampfkarten, sag ich weg gleich mal in die anderen, das sind eindeutig, ne? Das hier ist Luftkampf, das hier ist Weltraumkampf und Bodenkampf, da gibt es also jede Menge neue Karten für. Dann haben wir hier nochmal neue Imperiumskarten und neue Rebellenkarten, also hier neue Objectives, die man erfüllen kann, so Missionen, auf die man gehen kann. Und ich glaube, es ist auch so gedacht, dass man entweder mit den Grundkarten spielt oder den hier, ich weiß gar nicht, ob man die zusammenmixen kann.
Die gucken wir uns auch gleich nochmal näher an. Das hier ist die Anleitung. Ein so ein ausklappbares Faltblatt, das auch schon durchaus ein bisschen Text drin enthält. Es gibt so ein paar Karten, die ersetzt werden. Sabotage, der Rebellen, der Sohn des Skywalker, die Aktionskarte, die Geheiminformation und der Supersternzerstörer, wenn man den bauen will. Die werden halt durch neue Karten aus dieser Erweiterung ersetzt. Beim Zielkartenstapel ist es jetzt so, dass da eine Karte Todessternpläne in Abschnitt 3 kommt und dann noch vier zufällige andere Karten reingemischt werden. Bei Abschnitt 2 ist es ebenso. Eine Karte Todessternpläne zusammen mit vier anderen zufälligen Karten. Und bei den Einser-Abschnitten nimmt man auch einfach, man mischt die alle zusammen und nimmt dann fünf zufällige. Alle anderen kommen zurück in die Schachtel und das sind dann die Ziele, mit denen man in dieser Partie spielt. Bei den Missionskarten ist es so, dass die hier oben so ein Wader-Symbol haben und dann nimmt man, wenn man halt mit der Erweiterung spielt, wenn man das erste Mal mit der Erweiterung spielt, nur die mit dem Wader-Symbol oder die mit dem Anführer-Symbol. Bei den Rebellen-Missionen ist es übrigens auch so, die haben eben auch so ein Wader-Symbol, heißt einfach, die nimmt man und es sind halt unterschiedliche Sets von Karten, die man nehmen kann und da gibt es auch noch Regeln für, nachdem man festlegt, welche man in welcher Partie verwendet. Bei den Zielkarten ist es so, da nimmt man die Karte Todessternpläne aus dem 3er und dem 2er Set raus, mischt dann alle 3er, 2er und 1er Karten, nimmt dann halt 4 von den 3er Karten, mischt da nach die Todessternpläne rein, nimmt 4 von allen 2er Karten, mischt da die Todessternpläne rein, mischt alle 1er Karten, nimmt da 5 Karten von und das sind dann die 15 Zielkarten, die man für dieses Spiel verwendet. Alle Karten, die eben nicht reingemischt wurden, kommen einfach aus dem Spiel. Da darf auch keiner angucken, welche das sind. So integrieren sich die Karten hier halt nahtlos in das Spiel. So, diese grünen Würfel haben zwei Volltreffer und sonst so Fehlschläge drauf. Es gibt zum einen Einheiten, die die benutzen und würfeln. Es gibt aber auch Anführer, die haben so Sekundärfähigkeiten. Wenn diese kleine, also die Fähigkeit hier klein drauf ist, dann heißt das, man nimmt dafür die normalen Würfel und dann halt grüne Würfel, wovon man maximal eben auch 3 würfeln kann. Es gibt ja immer dieses obere Würfellimit und die nimmt man halt dazu. Da ist halt die Chance, dass es klappt, 1/3, also nicht ganz so hoch, aber es kann halt klappen. Es ist jetzt übrigens auch so, dass man auf 8 Anführer beschränkt ist. Sprich, wenn man irgendwann mal durch irgendwelche Fähigkeiten 9, 10, wie viele Anführer auch immer hätte, dann muss man auf 8 reduzieren. Man darf also nicht mehr als 8 davon haben. Das muss man sich einfach merken, dass das so ein Limit ist. Das ist nirgendwo angegeben, aber auf jeden Fall sehr wichtig. So, diese Marke hier oben, das sind Zielmarker, die hängen mit manchen von diesen Karten zusammen, haben dann noch immer das gleiche Symbol drauf oder die gleiche Grafik. Das hier ist zum Beispiel die Pläne sichern. Ne? Versuche die Mission in einem beliebigen, entlegenen System. Falls diese Mission erfolgreich ist, lege den Zielmarker dieser Karte in dieses System. Solange dieser Marker in diesem System ist, kann der Rebellenspieler die Zielkarte Todessternpläne nicht ausspielen. Das heißt, die sind dann da in dem System safe, was ja auch ne, quasi den Geist von Rogue One trifft eigentlich ja diese Karte hier perfekt. Und da müssen die Rebellen eben dahin und die Ziele entfernen. Das heißt, sobald man die da vertrieben hat und die da keine Bodeneinheiten mehr haben, kommen die Zielmarker raus und erst dann kann man die Karte Todessternpläne spielen. Sorgt also dafür, dass das Spiel einfach sich noch cineastischer anfühlt, weil man eben weiterhin das Gefühl hat, wow, ich spiele hier den Film nach oder spiele halt Events nach, die wirklich filmreif sind. Das ist also wirklich sehr, sehr stimmungsvoll. Und dann gibt es ja hier noch diese Schildbunker, die haben die Fähigkeit Schutz des Todessterns. Wenn die in einem System sind, wo der Todesstern gerade ist oder gerade gebaut wird, kann der nicht zerstört werden. Sprich, man muss erst auch wie im Film quasi erst die Dinger hier kaputt machen und dann kann man den Todesstern zerstören. Also auch bin mal gespannt, wie das im Spiel ist, aber halt auch wieder cineastisch auf jeden Fall. Diese Interdiktor-Einheiten, die sorgen einfach dafür, dass sich Rebellen nicht zurückziehen können. Das ist ja eine beliebte Guerilla Taktik einfach, ne? Deckt sich auch mit vielen von diesen Zielkarten, die die Rebellen haben, einfach hin, irgendeine Einheit im Kampf zerstören und wieder weg, möglichst wenig Verluste hinnehmen, weil man die Schlacht eh nicht gewinnen will. Diese Einheiten hier verhindern halt, dass sich die Rebellen zurückziehen können, auch sonstige Fähigkeiten, mit denen sie sich zurückziehen können, sind außer Kraft, solange der Interdiktor drin ist. Der muss erst zerstört werden, dann kann man sich wieder zurückziehen. So, und dann die neuen Kampfregeln. Da ist es jetzt so, zu Beginn eines Kampfes, wenn wir jetzt meinetwegen erst den Luftkampf machen, ne, es gibt Luftkampfkarten fürs Imperium und für die Rebellen. Ne, wenn ich jetzt der Rebellenspieler bin, nehme ich mir alle meine Karten, gucke mir die an, überlege mir, welche ich davon haben möchte, wähle die aus. Ne, der andere Spieler macht das Gleiche. Und dann decken wir die gleichzeitig auf und die haben in der Regel immer eine obere und untere Fähigkeit. Und ich muss mir dann halt aussuchen, welche von diesen Fähigkeiten ich benutzen möchte. Ne? Füge einen Schaden zu, füge einen roter Schaden hinzu. Hier muss auch die entsprechende Einheit überhaupt erstmal in dem System sein, damit ich die benutzen kann. Ne? Füge einem Großkampfschiff einen Schaden zu. In dieser Gefechtsrunde kann kein Schaden von dem soeben beschädigten Schiff entfernt werden. Traktorstrahl, falls am Ende dieser Gefechtsrunde keine Rebellenschiffe und mindestens ein Sternzerstörer in diesem System sind, darfst du einen Anführer in diesem System gefangen nehmen. Ne? Das ist natürlich immer situativ, aber da kann man schon so ein bisschen taktieren, aber danach kommt die Karte erstmal auf den Ablagestapel. Das heißt, wenn es dann zu einer neuen Runde Luftkampf kommen sollte, kann ich nur die alle wählen,
die ich gerade zur Verfügung habe. Und erst wenn die Karten alle gespielt wurden, dann kann ich die alle wieder auf die Hand nehmen. Und wie man sieht, die haben in der Regel irgendwie alle irgendwelche Einheitensymbole davor. Das heißt, ich brauche immer bestimmte Arten von Einheiten, um die überhaupt, also um die obere Fähigkeit nutzen zu können. Die untere Fähigkeit kann ich quasi immer nutzen. Das heißt, ich kann, selbst wenn ich jetzt nur noch irgendwie die beiden Karten habe und ich habe diese Einheiten noch gar nicht auf dem Feld oder die nehmen an dem Kampf nicht teil, kann ich immer das untere nehmen. Sprich, auch da muss ich ein bisschen taktieren. Was wähle ich wann, weil ich die Karte mit dem Todesstern vielleicht später einfach nochmal viel besser gebrauchen kann, wenn ich halt 5 Schaden auf ein Großkampfschiff machen kann. Und hier gibt es eine Schwarmtaktik. Füge 2 Schaden zu, falls mehr imperiale Jäger als Rebellen anwesend sind. Ne? Füge einen schwarzen zu. Oder hier auch. Ne? Du hältst einen Teiljäger in diesem System, verhindere 2 schwarze Treffer. Verstärkung. Ziemlich nice. Überwältigende Präsenz. Verhindere 2 rote Treffer und 1 Volltreffer. Auch nice. Energieschild, nachdem der Rebellenspieler Schaden zugewiesen hat, entferne bis zu 2 Schaden von Schiffen. Also coole Fähigkeiten, die den Kampf auf jeden Fall nochmal gut boosten. Gucken wir uns hier nochmal die Rebellen-Bodenkampfkarten an. Haltet sie in Schach, zerstöre eine Dreieck-Bodeneinheit, sie wird in dieser Runde nicht würfeln oder füge einen schwarzen Schaden hinzu. Ne, bringt sie zu Fall. Füge 2 roten Schaden zu, geht halt nur mit so einer neuen Einheit. Ne, ein Schleppkabel, füge einem AT-AT oder AT-ST, die es ja schon im Grundspiel gab, 4 Schaden zu, sprich damit kann man die jetzt auch wieder wie im Film zu Fall bringen. Also das ist auf jeden Fall eine coole Idee. Ich bin wirklich mal gespannt, wie sich das auf den Kampf auswirkt, ob das wirklich so super duper toll ist, dass man sagt, boah, es ist jetzt viel, viel besser, oder ob man sagt, naja, vorher war es okay, jetzt ist es okay, bringt halt andere Optionen rein. Das ist ja immer die Frage, ob anders jetzt wirklich besser ist. Das kann man aber, denke ich, auch erst nach 1, 2, 3 Partien ausprobieren. Und ich habe jetzt auch das Grundspiel schon lange nicht mehr gespielt. Von daher bin ich mal gespannt, ob das jetzt wirklich dann in der neuen Partie, wenn man gleich mit den Regeln hier spielt, überhaupt auffällt. So, da man jetzt hier die Regel hat, dass man immer so eine Karte zieht, heißt das also, dass die Taktikwerte der Anführer nicht mehr bestimmen, wie viele Karten man zieht, sondern sie sagen einfach, so viele Würfe darf man neu werfen. Und so wie ich das verstanden habe, einmal pro Kampf. Das heißt, wenn ich jetzt die 3 hier irgendwie würfeln dürfte und ich habe halt irgendwie, bam, hier 3-mal ein Blank gewürfelt, kann ich sagen, wenn mein Anführer einen Taktikwert von 3 in dem entsprechenden Bereich hat, okay, ich würfe 3 nochmal neu, zack, schon habe ich 2 Volltreffer. Ziemlich cool. Aber alles in allem muss man sagen, das ist schon viel an Regeln. Also es gibt noch Experten, also ne, die Experten-Taktikkarten hier, die Wiederholungswürfel, Treffer verhindern, Einheiten beschädigen, zerstören, Schaden entfernen, Karten negieren, nochmal sonstige Regeln für weitere Gefechte. Also das ist auch was, wo man, denke ich, durchaus häufiger mal die Regeln gucken muss, bevor man das wirklich drauf hat. Wie ich jetzt auch in einer Rezension auf Boardgame gelesen habe, ist es auch so, dass das Spiel immer wieder Situationen schafft, wo die Regeln nicht wirklich klar sind, wo auch die FAQ nicht wirklich für Klarheit sorgt. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Und bei dem Missionsset ist es jetzt eben auch so, man kann, also das erfordert natürlich ein bisschen Erfahrung mit diesen Sets einfach, dass man eben vor der Partie nimmt man sich halt alle Karten, dann nimmt man sich entweder eine Karte mit diesem Darth Vader Symbol oder eine Karte ohne. Wir decken die gleichzeitig auf und davon hängt jetzt halt ab, was ich spiele. Sprich, ich suche mir das vorher eigenständig aus und spiele jetzt, würde ich halt zum Beispiel nur die alten Karten spielen. Und hätte ich halt so ein Vader-Ding aufgestellt, dann würde ich eben ja nur mit den neuen Karten spielen. Es soll ja so sein, dass das Grundspiel die Rebellen ein bisschen bevorzugt hat und jetzt die Erweiterung das Imperium ein bisschen bevorzugt. Ich habe aber auch schon Beiträge gehört, die einfach sagen, es ist gebalanced, es hängt halt immer sehr von den Spielern ab, wie gut die das Spiel kennen, davon, welche Entscheidung man trifft. Es ist Zufall drin, aber nicht so, dass man sagen kann, eigentlich übermäßig oft gewinnt die eine Seite. Das hängt halt auch immer sehr von der Spieldynamik ab. Und gucken wir uns vielleicht noch die Karten mal ein bisschen an. Was es hier so gibt, zum Beispiel hier, ne, der lange Krieg zu Beginn der Auffrischungsphase, lege 2 andere Zielkarten von deiner Hand ab, um diese Karte zu spielen, ist also ganz gut, wenn man bestimmte Karten einfach gar nicht mehr erfüllen kann. Hier Gefecht, Kontrolle übernehmen, spiele diese Karte aus, nachdem du in einem System, das einen Sabotagemarker enthält, eine Raumschlacht oder Bodenschlacht gewonnen hast, dann darfst du den Sabotagemarker entfernen. Was ich sehr cool finde, ist, zeigt keine Furcht. Zu Beginn der, also es gibt halt ne, keine Sympathie, aber zu Beginn der Auffrischungsphase lege den Zielmarker dieser Karte in das System des Rebellenstützpunktes. Einfach rein. Entferne diesen Marker, sobald ein neuer Stützpunkt errichtet wird. Falls dieser Marker in dem System ist, erhält zu Beginn jeder Auffrischungsphase eine Sympathie. Ne? Ist eine Dreierkarte, kommt also sehr spät rein, aber damit sagt man quasi, hier ist mein System. Ich weiß, dass du das jetzt weißt und ich warte, bis du kommst und ich baue mich dann einfach irgendwo anders hin. Aber dafür bekommt man halt jede Runde eine Sympathie. Also schon eine ziemlich coole Karte. Oder hier,
Spiele diese Karte, falls mindestens 9 Systeme einen Realitätsmarker der Rebellen enthalten. Puh, schwer. Das ist übrigens auch, glaube ich, das einzige Mal, wo die Evox reinkommen. Hier gibt es noch so einen. Sofort, der imperiale Spieler legt hier einen Zielmarker dieser Karte in 2 beliebige entfernte Systeme. Immer wenn einer dieser Marker entfernt wird, erhältst du einen Sympathie. Und irgendwelche Außenposten stürmen. Also, ist schon ganz interessant. Spiele diese Karte, falls mindestens 5 Rebelleneinheiten in und oder benachbart zum Coruscant-System sind. Das ist ja durchaus, was das häufiger mal passiert, weil man da ja nicht so viel positioniert, weil man denkt, okay, wenn er da ist, ist er ganz schön dumm. Also ich hatte schon häufige Einheiten direkt vor Coruscant. Da ist das jetzt natürlich wirklich sehr praktisch. Hier können wir uns auch einfach mal ein paar Karten angucken. Unterwanderung, decke diese Mission auf, nachdem der imperiale Spieler eine Mission aufgedeckt hat. Setze alle deine Anführer, die Unterwanderung zugewiesen sind, in das System der imperialen Mission. Bei der Intervention erhältst du einen zusätzlichen Würfel, also durchaus recht flexibel. Hier Beförderung, ne, handelt ein beliebigen Rebellensystem ab und dann kann man halt Akbar, Antilles, Medin, Andor oder Guerrera in das System setzen und ihn rekrutieren, also auch ganz nice. Unter feindlichen Linien. Handelt diese Mission einem unterworfenen System oder einem Rebellensystem ab, wege bis zu 5 Einheiten vom Feld Rebellenstützpunkt in dieses System, als ob sie benachbart wären. Anführer auf dem Feld Rebellenstützpunkt verhindern die Bewegung nicht. Falls ein imperiale Einheiten da sind, wird ein Gefecht abgehandelt. Zack, kann man also einfach irgendwie reinkommen. Sichere Zuflucht. Versuche diese Mission in einem beliebigen Rebellensystem, das keine imperialen Einheiten enthält. Ne? Wenn das erfolgreich ist, wählst du bis zu 2 Einheiten aus der Fertigungsreihe und stationierst in diesem System. Das heißt, man kann da außer der Reihe mal bauen. Rettung in letzter Sekunde. Da kann man versuchen, Anführer wiederzubekommen. Oder hier irgendwie Sprengsätze legen. Versuche das in einem beliebigen System, auch würfen, wenn es keine Intervention gibt. Und wenn man halt mehr Erfolge hat als der Mitspieler, dann zerstört man halt bis zu 3 Einheiten mit einer Gesamtausdauer, die dem Würfelergebnis entspricht. Oder hier, der große Coup. Ne? Versuche diese Mission in einem System, das eine imperiale Einheit enthält. Falls die Mission erfolgreich ist, entfährst du einen Zielmarker aus dem System. Falls diese Mission in einem System mit Todesstern oder Baumtodesstern ist, darfst du stattdessen die oberste Karte des Zielstapels ziehen. Also auch echt nice, auf geheime Mission. Handle diese Mission in einem Rebellensystem ab. Sieh die obersten 6 Karten des Missionsstapels an, wähle eine, die du behalten willst und mische die restlichen in deinen Stapel zurück. Ne, falls der Cassian Andor das macht, darf man sogar noch eine weitere Karte behalten. Also durchaus coole Karten. Und dann gucken wir uns hier mal die Imperiumskarten an. Da gibt es natürlich auch hier wieder diese besonderen Karten, deren Namen ich natürlich gerade wieder vergessen habe. Da haben wir dann zum einen Supersternzerstörer bauen, nochmal zweimal. Die Interdictor muss man auch erst entwickeln. Ne? Handelt diese Mission in einem beliebigen imperialen System mit blauem Viereck Ressourcensymbol ab. Setze einen Interdictor auf Feld 2 der Fertigungsreihe. Und dann die einzelne Reaktorzündung, Bild kennen wir auch, handelt diese Mission in einem beliebigen System ab, das einen Todesstern enthält. Falls der Rebellenstützpunkt in diesem System ist, muss der Spieler ihn aufdecken. Dann werden alle Bodeneinheiten der Rebellen in diesem System zerstört und alle Zielmarker aus ihm entfernt. Holla die Waldfee. Das klingt super, super, super krass. Die anderen Karten, ne, die Pläne sichern, haben wir uns vorhin schon angeguckt. Ich kann mal kurz gucken, welche hier alle so ein Zielmarker haben. Wobei, wenn man sich die mal so anguckt, eine Diffamierung der Rebellion, handelt diese Mission in einem beliebigen System ab, das einen Sabotagemarker enthält. Der Rebellenspieler muss entweder alle Sabotagemarker vom Spielbrett entfernen oder einen Würfel werfen. Falls er mindestens ein Spezialsymbol würfelt, verliert er einen Sympathie. Puh, krass. Beförderung kann man auch wieder Anführer reinbringen. Die Macht des Imperiums. Klingt schon mal hart. Handelt diese Mission in einem beliebigen System ab, das keine Rebelleneinheiten enthält und entweder einen Todesstern oder einen Todesstern im Bau oder einen Schildbunker enthält. Wähle bis zu 4 Einheiten auf Feld 1 der imperialen Fertigungsreihe, stationiere sie in diesem System. Falls die Mission 2 Anführer zugewiesen waren, bewege diese Anführer nach Coruscant. Also auch ganz cool. Wir sind die Köder. Klingt auch ganz spannend. Versuche diese Mission gegen einen gefangenen Anführer, dann muss man also auch erstmal vorbereitet haben. Falls diese Mission erfolgreich ist, wählst du Einheitenwert von bis zu 4 Ausdauer aus dem Rebellenstützpunkt. Die gewählten Einheiten bewegen sich in dieses System. Stützpunkt und System müssen nicht benachbart sein. Anwesende Rebellenanführer verhindern die Bewegung nicht und der Transportbedarf wird ignoriert. Dann wird ein Gefecht abgehandelt. Okay, die sind dann auch einfach mal weg. Ihren Willen brechen, Schwäche ausnutzen, gefangene Anführer. Wenn die Mission erfolgreich ist, muss der Rebellenspieler eine zufällige Zielkarte von seiner Hand aufdecken und sie oben auf seinen Stapel legen. Ist dann erstmal weg und der Mitspieler weiß, was da kommen kann. Nachricht vom Oberkommando, ne, in einem beliebigen bevölkerungsreichen System. Falls die Mission erfolgreich ist, erhältst du eine Loyalität in diesem System und alle Anführer, die dieser Mission zugewiesen waren, kehren in dein Führungszentrum zurück.
Exempel statuieren, auch das kennen wir. Versuche diesem, also vom Bild her, Jabba the Hutt ist auch der Anführer, versuche diese Mission gegen einen gefangenen Rebellenanführer in einem entlegenen System. Dabei zählen alle Fertigkeitssymbole. Falls diese Mission erfolgreich ist, wird je nach Rebellenanführer eliminiert. Der ist dann also auch raus. Krasser Kram. Ich bin da wirklich mal gespannt. Also ich, also vom bisherigen Eindruck her, sind das alles interessante Karten, die das Spiel auf jeden Fall verändern. Ob es auf eine positive oder negative Art und Weise ist, wird man sehen. Aber ja, ich glaube, Cinematic, also dieses noch kinomäßigere Gefühl, trifft hier auf jeden Fall schon ganz gut zu. Es sind neue, spannende Optionen. Gerade wenn ihr wirklich Rebellion schon öfter gespielt habt, dann bietet das hier einfach, ne, neue, interessante Aspekte an der Geschichte, am Spiel selbst. Und wenn ihr es noch nicht ganz so oft gespielt habt, wie gesagt, es könnte sein, dass man es primär wegen der neuen Kampfregeln braucht. Das kann ich aber noch nicht beurteilen, da ich es nicht gespielt habe. Da könnt ihr gerne auf den Live-Kanal gucken. Da werden wir es live spielen, wenn wir es denn spielen. Und ja, das war jetzt einfach mal ein relativ kurzer und knapper Überblick über Star Wars Rebellion, Aufstieg des Imperiums. Wie gesagt, endlich auf Deutsch, ist auf Englisch, glaube ich, schon seit 9 oder 10 Monaten erhältlich. Und ja, das war es dann von mir. Ich danke fürs Zugucken, sage bis bald und tschüss.